Willkommen im Auktionshaus im Kinski. Ich lade Sie ein, die Schaustellung unseres Nachverkaufs, unserer großen Weihnachtsauktion zu besichtigen. Hier auf der linken Wand haben wir ein Gemälde des wohl bedeutendsten Hofmaler Marie Theresias, Martin van Meitens. Als Herzog Josef II., der langersehnte Thronfolger von Marie Therese und Franz Stephan, hält in seinen Händen die Ordenskette des Goldenen Vlieses. Der Erzherzog Hut befindet sich als Bekrönung an der Rückenlehne des Fauteuils. Dieses wunderschöne Porträt von Martin van Meitens dem Jüngeren war bereits im Winterpalais ausgestellt. Gemälden des 19. Jahrhunderts möchte ich Sie gerne auf zwei Bilder aufmerksam machen. Und zwar ein Bild von Ferdinand Georg Waldmüller, dem wohl bedeutendsten Maler des frühen 19. Jahrhunderts in Österreich. Und zwar mit dem Titel Zwei Tiroler, ausruhend auf einer Berghöhe. Was macht dieses Bild so wahnsinnig exzeptionell? Ferdinand Georg Waldmüller zeigt zwei Jäger beim Morgentrunk. Die Männer tragen die typische Tracht der Tiroler Schützen. Er verstand so wirklich jedes Detail genau festzuhalten und ist bekannt für sein meisterhaftes Können in der Darstellung der unterschiedlichen Stofflichkeiten, wie man bei der Darstellung des Felles des Hasen sieht, das sowas von trügerisch echt aussieht. Von den Tiroler Bergen führe ich Sie jetzt ins Salzkammergut. Markus Bernhard, der Hallstätter See um 1851. Markus Bernhards Bilder sind sehr beliebt hier bei den Auktionen im Palais Kinski. Bitte kommen Sie weiter Richtung Auktionssaal, der natürlich jetzt geschlossen hat. Hier möchte ich Sie noch auf ein weiteres Highlight aufmerksam machen. Hier auf einer Staffelei haben wir für Sie vorbereitet eine Papierarbeit von Gustav Klimt vor verschlossenen Türen. Unsere Türen öffnen sich erst wieder am 13. und am 14. April, wenn wir unsere Auktion für klassische, moderne und zeitgenössische Kunst haben. Bei diesem Werk handelt es sich um eine Studie für das Bildnis der Meda Primavesi. Meda Primavesi ist die Tochter von Otto Primavesi, einem der größten Förderer der Wiener Werkstätte. Wir haben hier ein wahnsinnig gutes Beispiel für die Präzision der Wiener Werkstätte, und zwar anhand dieser Aschenschale aus Messing, versilbert mit Hammerschlagdekor, was wir hier sehr schön sehen, die wohl im Auftrag von Meda Primavesi entstanden sind. Es gibt nur zwei Exemplare. Und diese handwerkliche Präzision sehen wir sehr gut anhand, wenn wir diese Trennscheibe hier herausnehmen, anhand dieser würfelförmigen Metallnieten sehen Sie, mit was für einer Präzision die ausgearbeitet sind. Bei Antiquitäten haben wir noch ein wunderschönes Elfenbeinrelief, das gerahmt ist in einen Ebenholzrahmen mit Intarsien, wie wir hier schön sehen. Und es zeigt eine Bacchus-Szene. Bacchus ist der Gott des Weines und der Fruchtbarkeit. Begleiten Sie mich weiter zu den Zeitgenossen über dieses Stiegenhaus, das zu den schönsten im barocken Wiens zählt. Ich möchte Sie gerne auf eine Papierarbeit von einem japanischen Künstler namens Shiraga aufmerksam machen, die aus einer italienischen Privatsammlung stammt. Denn wir haben seit einem Jahr eine Repräsentanz in Italien, die geführt wird von Pauline Beaufort. Dieser japanische Künstler zählte zu den bekanntesten Vertretern der japanischen Nachkriegsavantgarde und der Kudai-Bewegung. Und er ist bekannt für seine Performance-Malerei. Diese einzigartige Applikationstechnik sorgte für besonders stark strukturierte Farbschichten, abstrakte Wirbel und Farbspritzer, wie man hier schön sieht. Sie haben die Möglichkeit, bis Ende Februar alle unsere unversteigerten Werke zu einem Mindestverkaufpreis zu erwerben. Wir haben den ganzen Nachverkauf für Sie online gestellt. Sie sehen alle Kunstwerke auf unserer Website unter www.imkinski.com im Nachverkauf. Suchen Sie sich einfach ein Kunstwerk aus und kontaktieren Sie uns entweder per Telefon oder per E-Mail. Wir beraten Sie sehr gerne.